So, fangen wir an. Tipp Nummer 1, das sollte eigentlich nicht nur für die Autovermietung herrschen, sondern überall. Seid kein Arschloch. Also wenn ihr nicht bereit seid zu zahlen, dem am Schalter seid ihr ab dem Moment egal. Ab dem Moment war vorbei, ich habe nicht mehr mit dem Kunden geredet. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt das schöne Wetter genossen, was die paar Tage jetzt war. Weil wie man jetzt sieht, eher nicht so geil gerade. Ist auch der letzte Tag, wo ich wirklich fahren kann, weil jetzt eine Woche lang wird es entweder zu kalt oder es regnet oder es schneit oder es ist nur bewölkt. Man kann jedenfalls... Wie geil war das bitte? Voll die geile Farbe. Wobei stehen geblieben, Wetter wird nicht gut. Deswegen wird auch das nächste Video nicht pünktlich kommen wahrscheinlich, weil ich habe geschaut, es geht einfach nicht. Also das ist jetzt das Mittwochsvideo. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt gerade ist Donnerstag. Dieses Video kommt in 6 Tagen raus, also am Mittwoch bis Freitag regnet es durch. Oder ist schlechtes Wetter so schlecht, dass man halt nicht wirklich fahren kann. Oder es nicht angenehm ist zu fahren, sag mal so lieber. Worüber ich eigentlich reden wollte. Ich habe ja damals, ich habe es glaube ich irgendwann mal erwähnt, in der Autovermietung gearbeitet. Und jeder kennt die Horrorgeschichten aus der Autovermietung. Da habe ich mir so ein paar Reportagen dazu angeschaut, sowohl damals als auch jetzt aktuell. Wenn man halt nichts zu tun hat, schaut man halt irgendwas, was man gerade schauen kann. Oder was wir auch damals gemacht haben, war, wenn irgendwie eine schlechte Bewertung reinkam, haben wir halt nach den Namen bzw. den Mietvertrag geschaut. Dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, warum all das, was der Herr geschrieben hat, auch so eingetroffen ist. Von daher kriegt ihr jetzt ganz, ganz, ganz exklusiv die Tipps, wie ihr keinen Stress in der Autovermietung habt, wie ihr nicht abgezogen werdet in der Autovermietung. Komplett easy erklärt. So, fangen wir an. Tipp Nummer 1, das sollte eigentlich nicht nur für die Autovermietung herrschen, sondern überall. Seid kein Arschloch. Ganz einfach, Digga. Es reicht schon einfach, Hallo zu sagen, wie war Ihr Tag, was weiß ich was, um besser behandelt zu werden, als irgendeiner, der nur reinkommt und sagt, ich habe eine Reservierung. Okay, also reinkommen, Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Mein Name ist so und so, ich habe eine Reservierung bei Ihnen. Kommt 1000-mal besser rüber, als nur reinzukommen. Hallo, ich habe eine Reservierung unter der Nummer. So, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Die Upgrades, die euch angeboten werden, sind meistens sehr, sehr, sehr viel unter dem eigentlichen Preis des Fahrzeugs. Und das ist ziemlich oft der Fall, dass euch ein Auto zu wirklich Preisen angeboten wird, die ihr niemals, wenn ihr es so mieten würdet, keine Chance, dass ihr es für diesen Preis bekommt. Nie im Leben, Digga. Also ich habe schon Mietverträge bei anderen Leuten gesehen. Digga, die haben die Autos billiger rausgehauen, als ich sie mit meinem Mitarbeitertarif bekommen hätte. Das schließt auch gleich an Tipp Nummer 3 eigentlich an. Wenn ihr ein fettes Auto in der Autovermietung fahren wollt, erstmal macht euch den Typen am Schalter zum Freund und nicht zum Feind. Weil der bestimmt am Ende, was ihr bekommt. Und das ist nicht nur auf Upgrades jetzt bezogen, sondern auch innerhalb der Klasse habe ich komplett freie Auswahl, was ich euch gebe. Und wenn ich da einen Kunden habe, der das letzte Arschloch ist, dann kriegt er nicht den schönen Golf, sondern der kriegt er vielleicht irgendeinen Citroën oder so. Mit einem Dreizylinder statt den 2 Liter Golf. Obwohl es genau die gleiche Kategorie ist und ich könnte ihm ohne Problem den Golf mitgeben. Aber warum soll ich so einem Kunden so etwas mitgeben, weißt? Wohingegen, wenn jemand nett ist, wenn jemand Stammkunde ist und immer korrekt war, vielleicht auch immer ein bisschen was dazu kauft, dann kriegt man da auch bessere Autos. Und dann kriegt man auch Autos zu Preisen, die nicht normal sind. Und selbst wenn ihr kein Freund mit jemand von der Autovermietung habt, sondern ganz neu da reinkommt, aber ihr wollt ein fettes Auto fahren, sagen wir, ihr wollt ein AMG fahren. Ja, okay, AMG ist jetzt ein bisschen zu übertrieben, weil die sind nicht immer da. Nehmen wir an, ihr wollt ein A6 oder eine E-Klasse fahren. Aber der Preis dafür ist euch zu hoch. Ganz ehrlich, bucht euch ein Passat oder sowas und fragt einfach am Schalter, hey, habt ihr was Größeres? Ich würde auch dafür zahlen. Wenn ihr fragt, habt ihr was Größeres? Ja, aber zum gleichen Preis, dann ist mit euch schon abgeschlossen worden in dem Moment. Also wenn ihr nicht bereit seid zu zahlen, dem am Schalter seid ihr ab dem Moment egal. Ihr werdet dann nur schnell abgefertigt und der nächste Kunde muss her. Und selbst wenn ihr jetzt für eine E-Klasse genauso viel zahlt, wie wenn ihr sie eigentlich gebucht hättet, der Typ am Schalter kriegt schon eine Provision dafür und der merkt sich das. Ich habe mir gemerkt, welche Leute gerne Upgrades annehmen. Beim nächsten Mal wird es halt billiger und dann wird es noch billiger. Und irgendwann, wenn die Flotte knapp ist, dann kriegst du halt ein kostenloses Upgrade. Also ihr müsst halt überlegen, ne? Der Stundenlohn ist lächerlich. No joke, der Stundenlohn dort ist lächerlich. Also ich glaube, ich bin mir wie gesagt nicht so sicher, es ist lange her, dass ich da war, so 1,5 Jahre sowas. Aber wenn mich nicht alles täuscht,
ist der Stundenlohn knapp über 10 Euro. Mindestlohn ist 59 oder sowas. Und die zahlen, ich weiß es nicht mehr, oder war es Mindestlohn 10 Euro? Und wir waren auf jeden Fall 1 Euro über Mindestlohn. Ich sag's euch ganz ehrlich, in den Sommermonaten, ne, ich habe mehr Geld durch Provision bekommen als aus meinem Stundensatz. Und in den Wintermonaten, ne, ist die Provision das Einzige, was dir Geld bringt, weil diese 11 Euro die Stunde, da kann ich ganz ehrlich zum Aldi gehen, da kriege ich 15 Euro die Stunde. Deswegen, gönnt dem Jungen dort was und nehmt die Upgrades an. So, dann Nummer 5 bin ich jetzt. Wenn ihr über Check24 bucht oder irgendeine andere Schrottseite, die es da gibt, bitte nehmt nicht die Versicherung von denen. Ohne Spaß. Ihr werdet nicht glücklich damit. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ihr seid zwar versichert, ja, aber ihr müsst bei mir in Vorkasse treten und müsst... Egal, was für eine Versicherung ihr mit denen abgeschlossen habt. Wenn der Schaden 1000 Euro ist, dann will ich von euch 1000 Euro sehen. Und da könnt ihr noch so oft kommen mit, ja, aber ich habe eine Versicherung. Sage ich euch, ja, mit Check24, das ist jetzt ihr Problem. Wir brauchen das Geld. Und wenn ihr euch die AGBs dazu mal durchlest, zu dieser Versicherungssache, ohne Spaß, also das Geld da zurückzubekommen, ohne Spaß, da zahle ich lieber diese 100 Euro mehr für die Versicherung von uns und habe gar keine Kopfschmerzen. Man kann eigentlich an sich sagen, bucht nicht über so welche Portale. Aus dem ganz einfachen Grund, wir am Schalter sehen ja, über was ihr gebucht habt, was für Tarife ihr habt. Und wenn man schon Kunden sieht, der jetzt über irgendwie Check24, Polando oder Trivago, was weiß ich, wie gebucht hat, da ist die Stimmung schon komplett am Arsch. Ohne Spaß. Wenn der Name dieses Kunden fällt, ich habe gebucht, am besten kommt er noch über Check24 und sagt dann die Reservierungsnummer, dann ist direkt vorbei. Also du kriegst dein Auto und geh einfach weiter. Weil in 99% der Fälle nehmen diese Leute halt gar nichts an, was man denen anbietet. Also gar nichts. Also gar nichts meine ich jetzt. Also 0,0000 gar nichts. Müsst ihr euch vorstellen, ich hatte einen Kunden mal, so eine Familie will für 2 Wochen in Urlaub fahren. Mann, Frau, 2 Kinder. 4 große Koffer. Gebucht waren Polo. Ich hab's gesehen, ich so, Digga, das will ich denen nicht antun. Ich hab denen gesagt, sie können hier einen Passat Kombi Diesel für 5 Euro mehr am Tag haben. Das sind 70 Euro auf 2 Wochen gesehen. 70 Euro mehr zahlst du dafür, dass du ein größeres Auto hast mit Automatik, mehr Leistung und Diesel, was dich am Ende wahrscheinlich billiger gekommen wäre. Nee, will er nicht, weil er will nicht mehr zahlen. Ab dem Moment war vorbei, ich habe nicht mehr mit dem Kunden geredet. Führerschein, Ausweis eingeben, hier ist der Schlüssel, unten steht das Auto. Ich habe ihm gesagt, sie sind so versichert, fertig. Ich habe ihn nicht mal gefragt, ob er eine neue Versicherung haben will. Nein, hier, das ist ihr Selbstbehalt. Punkt, fertig, aus. Also ja, kurz zusammengefasst, wenn ihr was Großes fahren wollt, bucht was Kleines ein, dann kriegt ihr es billiger. Vorausgesetzt, die Flotte stimmt. Aber wir gehen jetzt davon aus, ihr wollt einfach irgendein Wochenende, braucht ihr ein Auto. Ihr hättet schon gern was Großes, aber wenn es was Kleines ist, ist auch nicht schlimm. Bucht euch was Kleines ein, fragt am Schalter, ob ihr ein Upgrade bekommen könnt und ihr seid bereit dafür zu zahlen. Fertig, kostet gar nichts mehr. Wenn ihr dann auch noch sagt, könnte ich ein Upgrade haben und könnt ihr mir die Versicherung erklären, wie viel die kostet, Digga, dann kriegt ihr manchmal das Upgrade auch zum halben Preis. Also wenn ich gesagt habe, das Upgrade kostet 30 Euro am Tag und ihr sagt mir, ja, ich würde die Versicherung auch nehmen, dann mache ich, komm, Upgrade für 15 Euro plus Versicherung 25, dann haben wir alles zusammen. Ansonsten seid nett zu denen, nehmt wirklich die Sachen an, die sie euch anbieten. Es geht nicht nur darum, dass sie Geld verdienen wollen, das ist natürlich der Hauptaspekt. Es geht auch darum, dass die Chefs da oben einen so langsam so ab... warum man nichts verkauft etc. Und dass man doch den Kunden was anbieten soll, bla 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 bla, als ob man den Job halt noch nie gemacht hätte ungefähr. Von daher erleichtert es sehr, 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 sehr stark, wenn ihr einfach was dazu kauft. Aber ja, das ist mein Guide. How to get cars at the Autovermietung. Ansonsten, ja, das nächste Video kommt, wie gesagt, nicht pünktlich. Könnt ihr euch beim Wetter bedanken. Kann ich nichts dafür. Dafür kann ich dieses Video umso öfter anschauen. Schaut es einfach jeden Tag einmal an, bis das neue Video da ist. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich kann jetzt nicht sagen, genießt das schöne Wetter, weil es wird kein schönes Wetter, außer ihr lebt in München. Dann genießt das schöne Wetter, wie auch immer das Wetter bei euch ist. Ansonsten küsse ich eure Augen. Da vorne sind die Skaliertürme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla.